Ja, hallo, servus, herzlich willkommen in Rohrbach im Goldenen Stern. Mein Name ist Stefan Fuß. Ich bin der Inhaber und der Küchenchef hier. Wir betreiben hier einen Familienbetrieb und ich zeige euch heute eins meiner Lieblingsgerichte, was sich sehr gut auch im Märklinger anbietet zum Kochen. Wir haben zum einen einmal ein bisschen Gemüse vorbereitet. Wir kann natürlich Gemüse nehmen, was ein bisschen da ist, was momentan Saison hat. Wir haben uns jetzt ein bisschen beschränkt auf festkochende Kartoffeln, Lauch fein geschnitten, Staudensellerie, ein bisschen Knollensellerie, kleine gelbe Rüben, dann haben wir Petersilienwurzeln, gut passend auch Pastinaken, kleine frische Zwiebeln jetzt im Frühling. Alles was so ähnlich zum Thema Wurzelgemüsebereich passt hier gut dazu. Ganz wichtig ist, dass man alles in eine Form schneidet, dass der Garpunkt relativ gleichmäßig wird. Wir gehen her und würzen relativ subtil, das heißt einfach mit ein bisschen grobem Meersalz. Dann haben wir ein bisschen frischen Lorbeer mit drin und kleine Butterwürfel. Gerne kann man auch hergehen, kann es ein bisschen mediterran machen. Dann nimmt man Olivenöl, ein bisschen Rosmarin und Thymian und kriegt eigentlich dann einfach so ein bisschen mediterrane Note mit dazu. Wir gehen her und jetzt auf ein Blech oder in einen Bräter. Sollte nicht zu tief drin sein, nicht zu viel aufeinander, sondern eher ein bisschen nebeneinander. Das schaut ganz gut aus. So, und dann haben wir den Hauptakteur, das ist der Schweinebauch. Die Basis von dem Gericht ist so ein typischer Bauernbraten, den man früher hier in so Dorfgasthäusern ganz gerne gemacht hat. Da wird der Schweinebauch einfach auf Kartoffeln und gelbe Rüben gelegt. Wir haben das Gemüse ein bisschen modifiziert, ein bisschen erweitert. Wir haben den Schweinebauch, der kommt von unserem Wellnessschweinbauern aus Steinach, vom Metzgereich zerlegt. Der ist natürlich hier schon wunderbar zugeschnitten, ist von der Marmorierung her toll, ist schönes handliches Stück, was man auch gut beherrschen kann auf dem Grill. Und wir haben das jetzt schon mal über Nacht vakuumiert mit einem Gewürz, was wir sehr schätzen. Das nennt sich Badovan. Das ist ein fermentiertes indisches Gewürz mit Boxhornklee, Fenchelsamen und verschiedenen wie Kräuter wie Curryblätter und so weiter. Macht ein ganz tolles orientalische Würznote, die nicht zu aufdringlich ist und die hervorragend zum Schwein passt. Also dadurch wird das Schwein einfach auf bisschen eine höhere Stufe kommen und mit relativ wenig Aufwand durch ein bisschen Vakuum, durch ein bisschen Marinieren, kriegt man da gleich ein ganz anderes Ergebnis hin. Wir würzen jetzt den Bauch nur noch ganz leicht nach. Da gehen wir hier mit Salz und Pfeffer. Vorher stellen wir ganz wenig. Mit grobem Salz kann man gerne dann noch ein bisschen nachwürzen. Legen den jetzt direkt drauf. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Jetzt ist das Schöne, dass der Schweinebauch jetzt schön ausbraten kann. Das Fett und der Saft tropft auf das Gemüse, reduziert unten gleichmäßig ein bisschen. Das Gemüse röstet gleich im Ofen und bildet gleichzeitig durch die Kartoffeln und Gemüse eine Sättigung und Gemüsebeilage perfekt dazu. Gute Vorbereitungssache kommt jetzt in den Märklinger bei gute 140, 150 Grad. Das Ganze erst jetzt mal für so eineinhalb, zwei Stunden und dann schauen wir mal nach, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wenn der Schweinebauch dicker ist, dann muss man schauen, dass man das Gemüse zwischendrin mal rausnimmt, weil natürlich das Fleisch wesentlich länger dauert als das Gemüse. Das könnte dann verbrennen oder extrem übergaren. Das muss man ein bisschen im Auge behalten, aber sonst läuft das Gericht eigentlich relativ schmerzfrei nebenher. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie weit der Schweinebauch schon ist. Die Temperatur hat sich eigentlich sehr schön gehalten. Man hört es vielleicht schon ganz leise zischen und brutzeln. Das nehmen wir dann mal raus. Also so schaut es eigentlich schon mal sehr gut aus. Ich würde mal sagen, Garzeit ungefähr die Hälfte. Das merkt man jetzt einfach ein bisschen am Druck und an der Optik. So, beim Gemüse kann man jetzt ein bisschen schauen, je nachdem wie man es haben will. Das Gemüse hat jetzt noch einen schönen Biss.
Je nachdem, wenig Röstung und ein bisschen mehr Biss, oder ob man sagt, man gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Röstaroma und macht es ein bisschen weicher, das liegt jetzt ein bisschen am eigenen Geschmack. Aber wir schauen, dass ein bisschen ein Biss behaltet. Man könnte dann auch hergehen und könnte es einfach mal eine halbe Stunde draußen lassen. Das verzeiht das Gemüse sowieso. Die Farbe ist in dem Fall eigentlich zweitrangig, weil bei den Wurzelgemüsen geht es eigentlich nie um die Farbe, sondern mehr um den Geschmack und um die Konsistenz. Also man könnte das einfach gut auch mal jetzt einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde beiseite lassen und dann wieder mit reinschieben. Das ist eigentlich sehr unkompliziert in dem Bereich. Ich denke, dass jetzt eigentlich ganz schön miteinander fertig werden wird und rechnet man noch mit einer guten Stunde, dann soll es passen auf jeden Fall. So, wir haben jetzt unseren Schweinebauch gegart, wir haben ihn jetzt rausgeholt. Gemüse schaut sehr gut aus, der Bauch schaut auch sehr schön aus. Wer mit Kerntemperaturfühler arbeitet, der kann gerne hier schauen. Schweinebauch 75 Grad ist eigentlich so der ideale Kernpunkt, wo er eigentlich innen drin fertig ist. Wir gehen jetzt her und machen zwei verschiedene Varianten aus dem Schweinebauch. Also man sieht, der ist jetzt super schön saftig, zart, ist schön gar. Ich habe jetzt mal hier eine dickere Tranche abgeschnitten. Die schneiden wir jetzt nochmal in drei Scheiben. Legen die jetzt direkt auf ein Blech. So, und bepinseln diese jetzt mit einer japanisch angehauchten Barbecue-Soße. Also die Basis ist Sojasauce, gerösteter Knoblauch, Honig, wird ein bisschen eingedickt. Auch wieder mit einer Miso-Paste und mit reduzierten Tomaten. Und glasieren das quasi dann als Scheibe. Somit kommen wir ein bisschen weg von der bayerischen Nummer. Und haben einfach hier ja, kurzerhand ein ganz anderes Geschmacksspektrum. Das ist jetzt die eine Variante. Die andere wird ganz klassisch ablaufen. Wichtig ist, dass man das Gewürz von vorher ein bisschen wegnimmt, weil das verbrennt. Das Gewürz hat schon. Wir haben jetzt den Stein auf der linken Seite mit so ganz dünnem normalem Salz eingepudert. Das seht ihr hier. Und direkt in das Salz legen wir die Schwarte jetzt nach unten. Es geht sofort auch los. Durch das Salz hat man so einen kleinen Abstand halt dazu der Platte und es dient gleichzeitig so ein bisschen als Regulator, um die Hitze direkt weiterzugeben. Und dadurch hat man eine gleichmäßige Hitzeübertragung und kriegt dann eine richtig schöne Kruste. Diese Scheiben kommen auf die rechte Seite nochmal rein, um einfach so diesen Zucker, der in der Barbecue-Soße mit drin ist, ganz leicht zum Karamellisieren. Temperatur sind wir jetzt einfach mal bei Vollgas. So, jetzt schauen wir noch mal rein. Also man sieht jetzt schon, die Schweineschwarte, die pufft jetzt richtig auf, so ein bisschen wie Popcorn-mäßig, geht es richtig schön auseinander. Den linken lassen wir noch ein kleines bisschen drin. Die Scheiben haben es auf jeden Fall. Die schauen jetzt so aus. Das Schöne jetzt am Märklinger ist jetzt, dass wir hergehen können. Wir können jetzt vom indirekten Grillen ganz einfach ins direkte grillen. Das heißt, ich kann nochmal ein bisschen drüber gehen und kann jetzt eben einfach nur ein paar Sekunden auf dem Rost gehen. Da geht es natürlich jetzt sehr schnell, weil nach dem Karamellisieren geht es sehr schnell, dass es zu dunkel wird und dann wird es sehr bitter. Aber ich denke, es schaut ganz gut aus. So, die Schweinebauchscheiben schauen jetzt sehr schön aus. Haben jetzt so ein bisschen Grillmuster. Gleichzeitig natürlich Röstaroma, was einfach immer wieder eine Komprimierung vom Grundgeschmack her gibt. Und jetzt können wir schon schauen, wie wir das Ganze
ordentlich in Szene setzen. Zum einen haben wir hier auf das Fleisch direkt ein bisschen frischen Schnittlauch. Da sind wir hier immer große Fans davon, weil das einfach nochmal eine sehr schnelle, frische Aromatik bringt. Dann nochmal ein bisschen Salz, Pfeffer. Jetzt natürlich nur noch mit Meersalz arbeiten, also nur noch mit Fleur de Sel. Und jetzt gibt es zu der einen Variante einen Krautsalat dazu. Den machen wir mit Reisessig, Mirin, also Reisessig für die Säure, Mirin für die Süße. Mirin ist ein fermentierter Sirup aus Japan. Und diese weiße Geschichte ist Kefir. Das bringt so eine ganz runde Milchsäure noch mit sich und gibt dann dadurch, durch diesen richtig schönen Barbecue-Schweinebauch, eine feine Säure noch dazu. Hier haben wir noch ein bisschen als knusprige Variante zusätzlich Röschzwiebelgranulat. Das sind einfach Röschzwiebeln nachgetrocknet und fein gehackt. Und jetzt können wir halt mit den Kräutern arbeiten, je nachdem, was gut dazu passt. Hier auf jeden Fall der Girsch. So, ein bisschen wilder Ehrenpreis dazu. Dann wäre hier diese eine Variante schon mal fertig. Und dann können wir mal schauen, was unser Schweinebauchstück macht. Ja, die Kruste ist jetzt, man hört schon, wir kratzen ein kleines bisschen das Salz runter. Die ist jetzt schön aufgegangen, schön aufgeplafft. Jetzt können wir hergehen und da auch eine schöne Scheibe runterschneiden. So, und jetzt sind wir hier bei der Variante Bauernbraten, wie wir es ursprünglich gemacht haben, geben hier auch noch ein kleines bisschen frischen Schnittlauch dazu. Wie gesagt, hier hatten wir jetzt schon ein Gericht, wo alles mit dabei ist. Also Kartoffeln, gelbe Rüben, verschiedener Sellerie. Würzen auch hier ein bisschen mit Salz, Pfeffer nach. Röschzwiebeln passen auch hier sehr gut. Und gehen jetzt hier ein bisschen mit Brunnenkresse dran. Brunnenkresse hat auch ein bisschen so Senföle. Das erinnert ein bisschen an Meerrettich. Und Meerrettich, Schweinebauch, passt natürlich ganz hervorragend. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt zwei schöne Varianten zeigen können von unserem Wellness-Schweinebauch auf zwei verschiedene Varianten gemacht. Sehr gut von der Zubereitung her. Zum einmal sehr klassisch, Bauernbraten-Style, bayerisch. Und zum einen so ganz leicht japanisch. Die Japaner mögen Schweinebauch auch sehr gerne. Eben mit dieser Barbecue-Soße, mit dem frischen marinierten Spitzkraut. Guten Appetit, gerne mal nachprobieren.